Hi, liebe Kochfreunde. Ja, heute sind wir wieder in unserer Küche, so gesagt eigentlich in der neuen Küche, weil wir sind ja umgezogen. Und beim Umzug, da haben wir einige Kochrezepte gefunden, die sich auch irgendwie komisch anhören. Noch etwas anders sind. Und da habe ich jetzt heute mal Schinkennudeln rausgesucht. Aber nicht so wie die meisten die machen in der Pfanne, sondern da kommen auf jeden Fall 300 Gramm Nudeln rein, die haben wir jetzt schon vorgekocht. Dann haben wir eigentlich 180 Gramm Schinken, aber das Problem ist, wir haben keinen Schinken gefunden, deswegen haben wir jetzt 400 Gramm geschnittene Wurst mitgenommen, weil dieser Laden, der hatte einfach keinen gescheiten Schinken. Und Schinken mit Pfeffer oder so, ich weiß nicht, ob das dazu schmeckt. So, und jetzt kommt das Kuriose schon mal, nämlich Sauerrahm. Da kommt es dann ein Viertel Sauerrahm rein. Und danach brauchen wir noch zwei Esslöffel eigentlich geriebenen Emmentaler. Wir haben jetzt halt so einen Bayerntaler, den werden wir jetzt selber dann reiben. Weil einen Emmentaler haben wir leider nicht gefunden, wo auch laktosefrei ist, das war ein bisschen schwierig. Dann kommt ein bisschen Salz rein. Dann Butter, zwei Esslöffel. Wir haben noch ein bisschen was übrig, schon da schon davor, ein bisschen weich. Und dann steht hier zwei Esslöffel Weckmehl. Weckmehl ist Paniermehl. Da muss mir selber, wenn ich mal ehrlich bin, googeln, weil Weckmehl kannte ich nicht, kannte er auch nicht. Bei Weck, ich glaube, das wird in Baden-Württemberg so genannt, da gibt es die Weckle und das sind Semmeln. Und ich würde jetzt sagen, da wir jetzt schon die Nudeln gekocht haben, den Schinken müssen wir eigentlich nur schneiden und nicht vorbraten, aber wir werden jetzt halt die geschnittene Wurst schon mal anbraten. Bei uns schmeckt das schon mal so besser. Und jetzt fangen wir an, die Wurst anzubraten. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja dabei bleiben und schauen, ob diese Schinkennudeln mit Sauerrahm überhaupt schmecken. Fangen wir an. Ich hau jetzt halt die Wurst rein. Und das wird eh ein bisschen dauern, bis die Wurst braun ist und dann sind es eh keine 400 Gramm mehr, sondern wahrscheinlich 250. Und weil es jetzt ein bisschen dauert, werden wir jetzt ein bisschen warten. Und wenn die braun sind, dann holen wir euch wieder dazu und dann geht es weiter. Ah, langsam wird es braun. Können wir ja schon mal einen Backofen vorheizen. Auf 175. Und wir machen Ober- und Unterluft. Die Schinkennudeln kommen im Backofen. Ja, wir bräuchten eigentlich ein Viertel Sauerrahm, aber wir haben gesagt, 200 Gramm reicht. Weil das Problem ist, 250 gibt es nicht, also bei laktosefreier nicht. Und dann brauchen wir jetzt noch zwei Esslöffel Paniermehl. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Jetzt müssen wir schauen, dass wir irgendwie zwei Esslöffel Butter rauskriegen. Mal schauen, wie viel das ist. Ich glaube, was sagst du? Ein bisschen zu viel. Ein bisschen, ja, was ist viel? Die Hälfte würde ich mal sagen. Ist so? Die haben wir jetzt schon ein bisschen rausgetan, dass es ein bisschen weich ist. Das ist alles mal einer. So, das da sind ungefähr zwei Esslöffel. Das da werden wir dann halt weghauen müssen. So, dann brauchen wir noch zwei Esslöffel geriebenen Emmentaler. Die werden wir jetzt schnell selber reiben und da machen wir daraus zwei Esslöffel. Und dann würde ich sagen, haben wir alles vorbereitet. Ja, wir haben jetzt mal entschieden, wir nehmen mal so eine kleine Auflaufform her, mal schauen, ob die reicht. Kommt erstmal eine Schicht Nudeln rein. Birnenform. So. Dann kommt ein bisschen Schinken rein. Upsala.
kurz lesen. Genau. Jetzt wird ein bisschen Sauerrahm reingetröpfelt. Ich krieg leider nicht auf. Mach mal bitte auf. Dankeschön. Ich bin eigentlich kein Fan von Sauerrahm. Ich bin mal gespannt. Also ein bisschen reintröpfeln. Ist das normal, dass das so fest ist? Ich habe keine Ahnung. Okay. Verstreichen. So, dann etwas Salz. Käse noch drauf. Bin mal echt gespannt. Vorsichtig, wenn ich so ein neues Essen mit Sauerrahm auch mache, also da haue ich noch nicht so viel drauf. So, dann Salz. So, und jetzt noch den Käse drauf. Jetzt kommt noch eine Schicht ein bisschen Nudeln drauf. Jetzt sollen wir mit Nudeln abschließen, das kriegen wir da locker noch hin. So. Da habe ich einen kleinen Löffel. Jetzt macht man daraus so Butterblöckchen. Streut man jetzt da oben drauf. So, ich will jetzt Hände waschen und der Marcel wird jetzt das Paniermehl drüber streuen. Unser kleines Tellerchen. Und da würde ich sagen, machen wir das doch mehr oder weniger so. Ich glaube, dass die 2 Esslöffel ein bisschen viel sind. Wir werden das jetzt nicht alles aufbrauchen. Da bleibt jetzt ein bisschen was auf dem Teller zurück. Also das sind halt keine 2 Esslöffel, sondern nur 1,5. Das reicht. Genau, das reicht. So, dann kommt das jetzt halt danach für eine halbe Stunde. Tun wir unseren tollen Wecker, Miezekatze mit Maus. Mal auf 30 Minuten stellen. Einzugsgeschenk von meiner Mutter. Und in einer halben Stunde sehen wir uns dann wieder. Also das Essen ist jetzt fertig. Und jetzt werden wir mal probieren. Es schaut schon interessant aus. Mhm.
interessant. Man schmeckt den Sauerraum. Ja. Aber es schmeckt gut. Also uns schmeckt es. Das ist mal was anderes. Also das werden wir nochmal machen. Also es schmeckt wirklich sehr interessant und auch mal sehr lecker. Es ist halt wirklich was anderes mit dem Sauerrahm. Also man kann schon ein bisschen mehr Sauerrahm rauf tun. Wäre auch nicht verkehrt gewesen. Nee, aber wenn man das Essen nicht kennt, dann macht man erstmal ein bisschen wenig. Aber wir lassen es jetzt schmecken. Dann würde ich sagen, man sieht sich. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne fragen. Und viel Spaß beim Nachkochen. Also dann, ciao.